Rechte der Menschen geblieben? Hat man sie uns nur kurz ausgeliehen? Wir werden belogen und zur Schweigen getrieben. Warum lassen wir uns das alles bieten? Herzlich willkommen zum Podcast unseres linken kritischen Corona-Diskurs. Heute dabei der Michael aus Berlin, einer mit unserer Gründungsmitglieder des LKC, einer mit der Gründergründung sozusagen im März 2020. Die Katja, auch aus Berlin, die ist jetzt seit Anfang des Jahres dabei, jetzt einfach unverzichtbar, hat viel auch beigebracht. Weiblichen Charme, viel Kompetenz in Videobearbeitung und ohne sie würde das im Prinzip dieser Form sowieso nicht laufen können. Und so ist es. Was man eigentlich noch alles Lobendes sagen würde. Zu der Thematik wir haben ja jetzt auch Sommer. Das im Prinzip ist das ja auch so Konzert- und Festivalsaison. Vielleicht mal Kurzberichte. Die Katja war auf dem Pax Terra Musica Festival gewesen. Da kann sie mal kurz ein paar Eindrücke von schildern, wie das gewesen ist. Ich war jetzt, gut, ist natürlich jetzt andere Sache, aber auch auf dem Festival. Ich war auf dem Wacken Open Air 2022 dabei und kann da auch mal kurz was berichten. Und ja, wenn wir noch Zeit haben, können wir vielleicht auch noch mal kurz was zu dem Irren und Wirrung um die Corona Regeln oder Nicht-Regeln und was da im Diskussionsprozess um unseren erkrankten Krankheitsminister alles im Umlauf ist, uns unterhalten. Aber fangen wir erstmal an. Katja, willst du mal was zum Pax Terra Musica erzählen? Also das Pax Terra Musica ist jetzt nach 2 Jahren das erste Mal wieder gestartet. Das ist so ein Stück weit nordwestlich von Berlin, eher westlich als nördlich, auf einer Freifläche, kleine Freilichtbühne. Und man hat Festzelte, man hat Rednerzelte und auf der Freilichtbühne natürlich erstklassige Musik. Also wem Kilis Moor was sagt, der weiß dann eigentlich schon Bescheid, was denn für geile Musik kommt. Eon und Morgane, die waren auch da. Und ich sage mal so, es ist eine Atmosphäre dort. Da kommen Familien mit Kindern hin, da kommen wirklich friedliche. Ich sag mal, so stelle ich mir das, so kenne ich das von Erzählungen von Leuten, die in der Hippie-Zeit voll aufgedreht waren. Also so einen kleinen Geschmack hat es davon mir selber mitgegeben. Und ich sag mal so, es gab auch verschiedene Stände, die Freie Linke konnte sich übrigens dort auch hinstellen und präsentieren. Also im Gegensatz zu den angekündigten Rechtsextremen. Also ich habe keine gesehen, nicht? Also weder rechtsextrem noch irgendwo Reichsbürger oder sonst was. Das wurde uns ja versprochen, das wurde uns ja angekündigt. Und nun war ich da und keiner zu sehen von den Typen. Aber dafür ganz liebe, nette Leute. Übrigens die Leutchen von der Neuen Rheinischen Zeitung auch. Aha. Die haben wirklich einen super Stand gehabt. Die haben großes Free Assange-Collage und also wirklich deren Engagement konnte man wirklich spüren dort vor Ort. Und die haben auch zum Donbass hatten sie auch jemanden da gehabt, es war in dem Moment nur die Bilder zu sehen und die haben einen ganz schön schlucken lassen, weil hier im Westen gibt es ja sozusagen so eine Art Bilderverbot, dass man die Sachen von 2014, die Verbrechen nicht zeigt. Und der hat es
der hat sie praktisch dort gehabt. War wirklich, also für Leute, die nicht wissen, was da abgegangen ist im Gewerkschaftshaus, also da konnte man wirklich die Aufnahmen live, zumindest als, ja, zumindest sehr greifbar denn haben. Es waren Künstler da, wunderbar, also auch Performance, aber auch eine Künstlerin, ich glaube, die hat sogar bis in die bis in die Abendnachrichten geschafft. Die hat über also 9/11, über bis hin zu Corona, ja, bis zum Corona-Kult. Ja, Aber sehr gut. wunderschöne, also und nahegehende Bilder gemacht. Muss ich mal gucken, ob ich noch ein paar schöne Aufnahmen davon habe. Auf jeden Fall, man konnte hochinteressante Gespräche führen. Und übrigens auch Attac Cottbus war da, die mit der Attac-Zentrale wohl sich, oder die Attac-Zentrale hat sich mit denen überworfen. Also da ist ganz schön Dampf im Kessel. Und Sie haben sich zerstritten. die haben sich zerstritten. Also die dürfen Name und Logo so nicht mehr benutzen. Und allein, Oh. das sind hauptsächlich auch an der Corona-Frage wohl. Das ist ja spannend, wirklich. Aber da Wahrscheinlich sind ein paar Corona andere Sachen wegen. da hinten. Ja, auch. Aber das ist, ich meine, Norbert Hering, der war ja auch Attac-Anfangsmitglied und von dem distanziert sich ja Attac jetzt auch. Aus Gründen. Also die erfüllen, ich bin der Meinung, die erfüllen ihre Hauptaufgabe nicht mehr. Ne? Also, aber gut. Das müssen die wissen, ob sie sich dem System da unterwerfen oder nicht. Also, ob sie sich eingemeinden lassen. Ne? Aber spannend, dass einzelne Gruppen ausscheren, das ist schon Wie gesagt, es ist sehr interessant. in den ganzen Vereinigungen, die man für so monolithisch hält, das ist überhaupt nicht. Das ist so am Brodeln und das merkt man dann durch solche kleinen Sachen. Ne? Also, dass zum Beispiel auf dem Pax Terra Musica dann Attac sich präsentieren möchte, eine Gruppe und von oben eins auf den Deckel bekommt und sagen, nee, Leute, wir machen trotzdem. Ihr könnt uns gar nichts erzählen. Ne? Und an sowas merkt man es denn. Dann sollten die sich mal überlegen, ja, das zerreißt vielleicht so eine Vereinigung, die eigentlich sehr sinnvoll ist. Ne? Und dass sie sich an solchen Sachen dann abarbeiten und Leute verlieren. Ja, so. Naja, aber auf jeden Fall zurück zum Pax Terra. Es gab auch massig super interessante Vorträge von der Bilbo Calves zum Beispiel, die ihr Buch vorgestellt hat. Dann von Dirk Pohlmann, der auch, ich sag mal, ein Ding nach dem anderen rausgehauen hat. Man kennt ihn ja, ne, von Wikihausen und von seinen eigenen Solo-Machwerken, die ja jedes Mal mit Fakten und ja, Der ist interessanten schon gut, ja. Neuigkeiten gespickt ist. Das war, er ist im Original, also auch live auch genauso. Ne? Also das, wir konnten ja wirklich dieses Live erleben und nach dem Vortrag halt auch, wer noch Zeit und Lust hatte, konnte sich mit ihm zusammensetzen und Gespräche führen und Fragen stellen. Und es haben sich viele gefunden, logisch. Und deswegen sage ich auch, das kommt noch ein kleiner Zusammenschnitt dieser Fragen. Kann ich schon mal anteasern. Kommt demnächst noch. Also die Leute waren auch, also ich sag mal, erstklassig drauf. Für alle, für jeden was dabei. Jemand, der die investigativen Sachen möchte. Jemand, der übrigens eine ganz liebe Person, die Angela Maat, die hat dort über Medienkompetenz
einen super Vortrag gehalten. Den möchte ich euch auch nicht vorenthalten. Den, ich glaube, am besten verlinken wir den gleich oder unter dem Video, wenn es denn online geht. Den kann ich auch nur empfehlen. Und das ist, ja, das ist so wichtig, dass man überhaupt für sich selber weiß, orientierungstechnisch, ne? Das wird den Leuten die einfachsten Sachen wirklich abtrainiert und sich da Skills zu erwerben, das ist, ich sag mal, eine der obersten Prioritäten. Gerade wo man von links, von rechts, von oben, von unten verarscht wird, da einen Überblick zu bewahren und da auch zu sich selber zu finden, das ist ganz wichtig. Hochkompetent. Wie viele waren denn insgesamt da beim Taxberger Musiker? So oh Gott, das hat auch durch die Negativpresse das ein bisschen Zulauf erfahren. Ich bin der Meinung, das waren deutlich mehr als bei 2019. Ich kann jetzt keine genauen Zahlen sagen. Es gibt irgendwo, ich glaube, vom Veranstalter Angaben. Ich möchte jetzt nicht lügen, aber es waren gefühlt oft vor der Bühne, auf dem ganzen Ding war, ich schätze mal, ungefähr doppelt so viele oder sogar mehr. Wie gesagt, ich war auch erst am Samstag dort. Freitag hat sich für mich nicht mehr zeitlich gerechnet zu fahren. Aber es war wirklich, also wir haben ja da mehrere Tage gecampt, denn der Platz war voll. Und ich hoffe, das werden auch noch mehr werden mit der Zeit. Aber es gibt ja auch ein zweites Festival noch. Sprich, eins, was sich ausgebildet hat während der Zeit, während das Pax Terra nicht stattfinden konnte, hat sich in Magdeburg sogar eins noch gebildet. Ich sage mal mit einem ähnlichen Programm. Und das ist in Magdeburg 2. bis 4. September. Also wenn man, das ist ja relativ zentral in Deutschland, also ich kann ja auch nochmal Werbung machen dafür. Auch ein Friedensfestival, auch mit, es wird bestimmt Musik geben, es wird auch wieder Vorträge geben. Es werden auch wieder nette Leute mit Ständen da sein. Ja, eigentlich ein fantastisches Ding. Man stellt sich das in der Stadt eigenartig vor, aber das ist ein Gelände. Da ist viel Wiese, etwas Wald, ein See. Da hat man es eigentlich sehr gemütlich. Und ich sage mal wirklich die Stadt fußläufig um die Ecke, wenn man Stadt möchte. Ja, die ist spannend, aber ich glaube, ich bin da oder ich komme am 4. Grad aus einer Urlaubswoche zurück oder so, aber ansonsten ist es auf jeden Fall spannend. Also Pax Terra ist tatsächlich auf einer kleinen Lichtung am Dorfrand und man hat nicht das Gefühl, mitten im Dorf zu sein, sondern so irgendwo im Wald. Da gibt es auch Da bauen die jedes Mal eine Naturrutsche aus, also eine kleine Wasserrutsche mit Heuballen für die Kinder. Ist sehr süß. Also für die jedes Mal eine Gaudi. Also, und das wird auch jedes Mal zum Schluss immer nasser dort und dann klatschen die alle. Das ist herrlich. Also das ist wirklich, wirklich niedlich. Und also ich fand das. Ja, also es ist jedes Mal ein tolles Erlebnis. Ich kann es mir schon, wie gesagt, für nächstes Jahr auch für mich gut vorstellen. Das sehen wir. Wie viel waren vor der Pandemie? Das hat sich deutlich, man hat den Unterschied deutlich gemerkt. Also die haben auch gefragt, wer ist denn zum ersten Mal hier? Wer ist denn schon zum... Wer ist denn hier schon Stammgast und so? Wer hat noch einen mitgebracht? Ja,
Also gerade der Kilis, der war so drauf und hat dann immer gesagt, jetzt, ja, jubelt mal. Und jetzt, wie gesagt, saubere Systemkritik kriegst du da, aber halt auch wirklich auch dieses Hippie, und das meine ich nicht abwertend, das meine ich total als, da geht mir das Herz auf. Also, wunderschön. Kinder tanzen da unter da, die Sprinkleranlage ist, unterm Rasensprenger. Und alle haben sich dann, einmal haben sich alle wirklich zu so einem Kreis zusammengefunden und so, und dann irgendwie, also Gruppe umarmt. Darf man ja gar nicht mehr sagen heute in Corona, dass das passiert ist, aber ich Ja. habe eine ganz große Gruppenumarmung. Ich war da schon zu knüllig, ich habe da auf der Chill-Out-Lounge, wie auch immer man dazu sagen möchte, gelegen, ein bisschen erhöht gelegen, mir die Bühne angeguckt. Ich war zu Aber knüllig, um da trinkst du sonst ja nicht? runterzugehen. Klingt auf jeden Fall spannend. Ich habe dieses Jahr halt leider dann auch Verwandtenbesuch gehabt oder Söhne, sonst wäre ich wahrscheinlich auch hingefahren. Das wird garantiert nochmal stattfinden, und ich bin mir ziemlich sicher, dass der. Ich meine, dafür hattest du ja Backen. Dafür hattest Ja. du ja Backen. Ja, Also, genau. das ist nicht immer so rapprockig bei uns abgegangen, sondern da gab es auch, da hat eine Band gespielt, die auch so eine Mischung aus Ska, Jazz, oh Gott, alles mögliche zusammen, aber eine wirklich interessante Mischung gespielt hat. Wie gesagt, dieses Jahr ist noch, haben wir uns das sozusagen noch aufgeteilt, aber man wird ja sehen. So, kann ich einmal, ja oder wollen, hattest du noch Fragen, Michael? Ich will jetzt auch nicht dich übergehen. Und, Wollte ich auch nicht unbedingt. so, ich kann ja mal kurz erzählen. Ich war auf dem größten Metal-Festival, das eigentlich in nicht nur deutschlandweit, sondern glaube ich sogar weltweit gibt es im Wacken. Open Air, das ist ein kleiner Ort in Schleswig-Holstein, glaube ich, 2000 Einwohner, wo dann wo eigentlich jedes Jahr so um die 80.000 Menschen hinströmen, die guten Rock bis härteren Metal hören. 3 bis 4 Tage, also geht also gewaltig die Post ab. 2 Jahre war natürlich mit der Corona-Pandemie gar nichts. Da hatten auch bei vielen einfach das Bedürfnis gemerkt, dass sie wahnsinnig froh waren, dabei zu sein. Trotz, natürlich ist es einfach da die Musik und ist auch sehr ziemlich kommerziell gehalten. Also, dass da natürlich so Festivalbändchen gibt, die dann einfach, worüber noch komplett das Bezahlsystem und sowas geht, das kann man natürlich darüber diskutieren. War für die scheinbar aus naturischen Gründen einfacher, aber hat auch sowas, ne, mit Bargeldabschaffung-Tendenzen ein kleines Stück weit. Ne, aber naja, trotzdem. Grundstimmung ist einfach auch da, so ein Zusammenhalt auf jeden Fall. Das merkt man, wenn ich habe ja schon lange auch mal selber allein gezeltet oder wenn du dann wirklich Schwierigkeiten hast, dass du Zeltstangen und Heringe vergisst, dann wird dir auch geholfen oder du kriegst dann Möglichkeiten aufgezeigt und so weiter. Und letztendlich war es insofern klasse. Man sucht sich sein Programm im Grunde genommen zusammen, weil es einfach satt Unterhaltung gibt. Also auch, ich glaube, sogar die Höhner waren da aus Köln. Könnte Kölner eher Unterhaltungsmusik macht. Ja, ist einfach ein Riesenfest. Natürlich fiel auf, dass unsere Atlantifantenfreunde sich dann selbst sozusagen in der heißen Sonne bei 32 Grad sozusagen mit FFP2-Maske rumgelaufen sind und selbst im Ach du lieber wilden Gott. Moshpit, wo sozusagen da im eng miteinander getanzt und gestoßen und geschubst wirst mit FFP2-Maske oder zumindest mit Tüchern vor Kopf rumgelaufen sind. Also das mit dem Tüchern vor Kopf Gott. ist das Allerfragwürdigste, weil es 0,0% bringt und es einfach nur Symbolik ist. Also, aber ich meine, gut, aber die Masse hat das nicht so gemacht. Die Massen waren einfach ohne, die wollten einfach Spaß haben und so weiter. Natürlich, ja. Klar, und das hat man einfach das Bedürfnis bei vielen Menschen da auch gemerkt. Na gut, dass jetzt die Bundeswehr auch da war mit so einem Truck, ist natürlich so eine G Geschichte, die man nicht toll finden muss, aber es war jetzt nicht überhaupt nicht im Vordergrund oder so. Insofern war es super geil. Ich hatte auch mal an meinem Zelt sozusagen eine freie linke Fahne
mal drauf gemacht, ein Foto gemacht. Dann hat auch keiner irgendwie groß gemeckert. Und ich war auch, glaube ich, mal mit Katja hatte das schon mal im 8. Mai vorgemacht, mit der DFL-Fahne so um den, ums Becken binden. Ne? War damit auch mal im spät im Wild mit am Tanzen. War auch nicht schlecht. Irgendwie einen Tag später ist eine Brille mal auch noch Schaden gelitten. Aber ich habe alles überstanden. War geil, auf jeden Fall. Und freue mich aufs nächste Jahr. Da sind schon, ja, war insofern einfach klasse. Und natürlich, wie gesagt, dieses Dorf ist wirklich so ein kleines Kuhdorf da im Schleswig, aber die leben total davon und die sind natürlich auch sehr happy, dass es, und da entsteht auch so eine familiäre Beziehung mit diesem Dorf. Also ja, durch dieses Dorf durch, dann haben Kontakt mit den Dorfbewohnern, die irgendwie dann auch selber irgendwie da was zu essen, trinken, verkaufen oder sich dann da einfach so, dass für die das Event ist, auch wenn die überhaupt sonst nicht, vielleicht ganz anders drauf sind. Insofern hat es schon was auch sehr Verbindendes. Ja, war natürlich eine tolle, große Aktion. Ja, wahrscheinlich nächstes Jahr. Nach 5 Stunden waren schon die Karten, dann am Sonntag war dann Rückkehr. Also es ging von Mittwoch bis Samstag, Sonntag zurückgefahren. Abends um 8 ging die Verkaufsaktion. Nach 5 Stunden waren die Tickets fürs nächste Jahr schon weg. Und das ging natürlich rasend schnell. Sind dann meist auch sehr bekannte Gruppen dabei. Dem, da geht das natürlich auch besonders. Aber ich war ich dann auch schnell genug. Mhm. Da hat ja schon 2 Karten gesichert. Na, mal gucken, ob das klappt. Das klappt. Bis nächstes Jahr ist noch lange hin. Also die hatten ja schon gesagt, für Wacken, ja. Achso, da hat Robert Hering, glaub ich, auch einen Kommentar zugemacht, dass die jetzt gar kein Bargeld mehr und so, und das fand da nicht so toll. Nee, ich fand das mit dem Bezahlsystem auch nicht so gut, vor allem musstest du für diese Bändchen, um die überhaupt erstmal zu kriegen, irgendwie 3 bis 4 Stunden teilweise anstehen, und das war auch schlecht organisiert. Ne? Also da gab es etliche, die darüber auch genervt war, und also bei der Anreise war es auch so, kamst da von Itzehoe an mit so einem Shuttlebus. Und dann musstest du durch das Dorf laufen. Das war am Anfang auch nicht so toll, aber gut, da gibt es natürlich immer Reibungspunkte. Nee, mit dem Bändchen, das finde ich von der Seite auch nicht so toll. Das ist ein Stück weit mir zu viel Kommerz. Klar. Nee, aber eigentlich besteht, dass es nächstes Jahr, ist ja eigentlich auch immer so August rum, ne, wo es gut sein kann, dass sowas noch stattfindet, wenn die dann ihre Oktober- bis Osterregelung da haben oder so. Mhm. Wer weiß. Also ich bin heute, bin ich von einem Wiener Freund gefragt worden, wann ich wieder mal nach Wien zu reisen gedenke. Und ich meine, das war auch vollkommen zu Recht, denn ich würde sehr gerne mal wieder nach Wien reisen. Und ich müsste mir natürlich dann eine neue Unterkunft suchen, wo ich bis jetzt immer gewohnt habe. Der hat mich ja entfreundet und so. Warum brauche ich auch nichts zu sagen, könnt ihr euch ja schon denken. Und wie gesagt, wenn sich das ein bisschen gelegt hat, mit diesen ganzen Maßnahmen und so, aber ich habe gesagt, solange man bei euch auch in den U-Bahn, und S-Bahn und Bussen Maske tragen muss, in ganz Österreich muss man es nicht, nur in Wien. Da kannst du wirklich sagen, also die sind wirklich, ist echt unfassbar. Und ich meine, das ist jetzt mal was anderes. Ihr habt ja auch gehört, bestimmt von dieser Frau Dr. Kellermeier, in Oberösterreich, die sich das Leben genommen hat, Manche sagen, die hätte man kaputt gemacht, man hätte sie in den Tod getrieben. Andere sagen, sie hätte eine Depression bekommen. Manche behaupten, was ich auch nicht ausschließen kann, dass sie vielleicht erfahren hat, dass die Impfungen gar nicht mal so gut verträglich waren für gewisse ihrer Patienten. Hm. Dass diese dadurch akute gesundheitliche Probleme bekommen haben und dass sie dann wahrscheinlich damit nicht fertig geworden ist, weiß niemand. Nee. Und das, jetzt auch regelrecht zum Politikum ausgeschlachtet. Ja, und genau die immer der Gegenseite vorwerfen, dass sie Leute instrumentalisiert, genau die haben sich das geschnappt. Hier
die Omas gegen rechts und die Antifanten am Straßenrand mit großen Märtyrerbildern und Plakaten da. Die wissen über, also erstens wussten sie nicht mal am Anfang, dass sie sich selbst umgebracht haben, haben das Querdenkermilieu ins Spiel gebracht. Ja, vielleicht hat der ihn aufgelauert und dies und jenes. Wirklich, so ein Prozess wurde gepostet. Ne? Und als, ja. als das dann rauskam, als das dann nicht mehr zu leugnen war, dass sie sich halt das Leben genommen hat. Und dann ging die Spekulation, also nicht nur Spekulation, nee, es wurde knallhart gesagt, ja, die wurde fertig gemacht, die ist, das muss der Grund gewesen sein. Ne? Also das ist, Und es ist auch nichts bekannt, das ist so dermaßen, ich weiß nicht, ob die Frau das gewollt hätte, dass sie von irgendwelchen, sorry, dass ich die so nenne, aber dass von irgendwelchen Durchgelallerten da auf Plakate gepackt, weiß ich nicht. Ja. Also, okay. Vor allem, was ich auch sagen wollte, die Omas gegen rechts, die haben sich ja Ende Oktober 2007 gegründet, als sich dann diese neue österreichische Regierung Schwarz-Türkis diese schwarz-türkise Koalition gegründet hat, also ÖVP, FPÖ. Und das fand ich ja eigentlich nur mal ganz gut, was die da gemacht haben. Und ich meine, als ich dann das letzte Mal in Wien war, das war 14 Tage im August 2008, also heute vor genau vier Jahren war ich in Wien gewesen. Mhm. Ich habe da aber auch bei der Sea-Watch-Demo mitgemacht und so weiter, habe ich viele von den Omas gegen rechts kennengelernt und das Traurige, es tut mir weh, dass viele von diesen Damen, Gott sei Dank nicht alle, leider viele total Hardlinerinnen geworden sind gegenüber Corona und gegen den Gegnern der Maßnahmen und gegen den Impfkritikern. Das haben natürlich auch viele Frauen von Omas gegen rechts, haben die Gruppe auch verlassen, weil die gedacht haben, nee, das hat nichts mehr mit den Omas von rechts zu tun, weswegen ich damals in die Gruppe eingetreten bin. Mhm. Aber ich denke, das ist ja was man in bei vielen anderen ja auch sieht und was wir ja, glaube ich, auch schon mal besprochen haben, wenn du in so einem Fahrwasser bist und dann, also ich kann mir vorstellen, uns würde es genauso gehen, wenn es umgekehrt wäre. Ja. Und dann sich einzugestehen, ich habe nicht nur komplett, über 2 bis 3 Jahre mich absolut geirrt, indem ich dem Narrativ gefolgt bin, sondern ich habe noch meinen Nachbarn, meine Freunde diskreditiert und die mit ausgegrenzt und so weiter. Und das einzugestehen, dass man das getan hat und das sozusagen zurückzunehmen, das schafft kaum einer. Da muss man schon sehr viel Charakterstärke haben, den Schritt zu tun. Da ist dann eher so die Tendenz, dass man erst recht dann daran festhält oder auf den Zug weiter mitfährt. Ist ja das, was ja auch in dem Begriff kognitive Dissonanz eben auch bezeichnet wird. Das ist bei vielen einfach so der Fall. Die können dann nicht mehr dann von runter, gerade wenn sie so eine längere Zeit dann auch. Aber Tendenz ist so. Und das gab es auch beim Hitlerfaschismus zum Beispiel, wo es um die Konzentrationslager ging. Die Leute wurden durch die KZs geführt und denen das Elend gezeigt und die haben weggeguckt und die wollten es nicht wahrhaben. Ja. Und manche sind zusammengebrochen heulend. Ne? Also da hat man gemerkt, die haben sich immer noch irgendwo versucht einzureden. Das gibt's gar nicht. Das ist Feindpropaganda oder was weiß ich. Und die haben sich da sind die Schotten dann einmal komplett aufgegangen. Und die sind, also die Empathie hatten, die sind dann zusammengebrochen. Das hat man in den Klöstern gesehen. Ne? Und dass dann manche von denen, also von den heutigen, dann sagen, wir sind doch Antifaschisten, die wissen dann ganz genau, dass sie sich daneben benommen haben. Sie können es nicht mehr, sie schämen sich einzugestehen, dass sie 2, 3 Jahre einer falschen Sache aufgesessen sind. Und dass sie denken, wir sind doch Antifaschisten, das kann uns doch nicht passieren. Ne? Die sind aber. So Leute, ich wollte mich jetzt langsam für heute mal verabschieden. Bin jetzt doch langsam ein bisschen müde. Katja, du hast auch festgestellt, dass ich ein bisschen benommen bin. Völlig verständlich. Ja, du wirkst ein bisschen angeschlagen. Und ja, das Wetter war echt kräftezehrend in letzter Zeit. Und wir haben das alle noch nicht so richtig verkraftet. Das hört ja noch lange nicht auf. Nee, das wird auch nicht. Ruh dich mal gut aus.
Wir gucken mal, wie wir die nächste Sendung denn spannend gestalten. Okay, euch noch einen schönen Abend. Dir auch. Ja. Bis zum nächsten. Wenn's okay, okay. Danach. Bis dann. 18:30 Uhr. Ciao, ciao. Ciao. Gut. Ciao.